Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Martha is Dead. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Ich würde sagen, wir gehen in die Dunkelkammer. Weil wir müssen da das Tonbandgerät anhören. Okay, rein da. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich. Hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut. Beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte. Und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los. Abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden. Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte, nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Okay, wir müssen zum Puppentheater gehen. Ich meine, das letzte Mal, wo wir gespielt haben, da wurde es ja alles real. Aber welche Sache hat sie gemeint, die Mutter? Von vorhin. Hier wurde alles untersucht. Aber wir können mal die ganzen Zimmer untersuchen. Vielleicht wurde irgendwas. Vielleicht ist irgendwas herausgenommen worden oder vielleicht können wir mit etwas interagieren. Ich meine, die haben hier irgendwas gesucht. Jo, die useless Küche, Alter. Die bringt doch gar nichts. Okay, das sind neue Bilder, glaube ich, oder? Aber was haben die gesucht in den Schubladen? Okay, ich meine, hier können wir ja reingehen. Oh, vielleicht war. Oh. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn der eine Soldat hat uns ja befreit. Das war bestimmt der eine, der uns angeschossen hat und ein schlechtes Gewissen hat. Ja, wir können hier was machen. Hallo? Oder auch nicht? Perfekt.
Okay, komisch. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Puppenhaus. Dann bin ich gespannt. Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Yo, die Nani. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ich spüre einen stechenden Schmerz. Brauchen Sie etwas? Ich kann es spüren. Es ist soweit. Diese Geräusche. Ein Handtuch nehmen, okay. Alles vorbereiten. Alles ist vorbereitet. Irgendwas stimmt nicht. Erich, Hilfe! Irene, geht es nicht gut? Wo ist Erich? Wie geht es dir, mein Schatz? Ich werde immer schwächer. Doktor, beeilen Sie sich, Irene ist krank. Okay, das Telefon ist ein bisschen falsch platziert. Und dann kam der Doktor. Sorge dich nicht, Irene, der Schmerz ist natürlich. Pressen, Irene, pressen. Nein. Pressen, Irene, pressen. Hallo, ich presse doch. Hä? Oh mein Gott. Pressen, Irene, pressen. Hallo D. D. Meine D-Taste funktioniert nicht. Pressen, Irene, pressen. Ah, links und rechts immer wieder. Nice, sehr schön. Das Baby ist da. Wie geht es dir, mein Schatz? Alles wird gut. Arme Mama.
Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt, schon seit ich geboren wurde. Hey, aber das war nur ein Kind. Und wir sind ja Zwillinge. Eigentlich. Existiert dann der zweite Zwilling nicht? Ich meine, der Fötus, der war ja auch so. Wenn komisch. Ich bin gespannt. Jo, den Hund hatte ich auch gar nicht gesehen. Mama, ich muss mal. Was soll ich dagegen tun? Mama, ich hab Durst. Jammerlappen, okay. Du hast gerade etwas getrunken, Jammerlappen. Mama, ich bin müde. Was, wenn wir malen? Das Bild kennen wir ja doch irgendwoher. Wir malen mal fertig aus. Vielleicht passiert ja was. Jetzt nicht schlafen. Mama, ich hab Hunger. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Den Ballon nehmen. Aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Ah! Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen. Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Jo, wahrscheinlich, ey. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Dumm. Oha, okay, krass. Das ist nur ein Spiel. Ist es nur ein Spiel? Ich glaube, die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen werden. Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben?
Okay, sind wir zwei Kinder? Was ist los? Hat Julia dich zum Weinen gebracht? Ich habe gar nichts getan. Jetzt werde ich dich zum Weinen bringen. Unverschämtes Mädchen. Die hat doch gar nichts gemacht. Warum hast du das getan, Julia? Ich habe es nicht absichtlich getan. Ach, du bist auch noch eine Lügnerin. Das geht zu weit. Oh. Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes kleines Gör. Komm mit! Jetzt! Wir sind in der Küche. Will die uns jetzt kochen, oder wie? Tut mir leid, Mama. Es tut mir so leid. Komm mit! Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör! Jo, sie hat uns gefesselt. Mama, ich werde es nicht mehr tun, versprochen. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Steh still! Jo! Der Hund. Wo ist unser Vater? Ich gebe dir gleich einen guten Grund zu bellen. Lass meinen Hund in Ruhe. Nee, oder? Oh nein. Das ist die einzige Option, die wir haben. Boah, ich hoffe, das hat die Mutter nicht getan. Ich meine, wir haben das Puppentheater ja auch in der beim ersten Mal auch so gespielt, dass die Mutter das war. Und das Ding ist, das war ja genau andersrum. Dass quasi wir das waren und nicht die Mutter. Und jetzt töten wir unseren Hund. Oder beziehungsweise hier beim Puppentheater wie die Mutter und dann in Wirklichkeit waren wir das. Holy. Es bringt nichts zu schreien, dummes Girl. Nein, Mama, bitte. Du bist verrückt. Sicher.
Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Yee. Hilfe, Papa! Hilfe! Ja, Papa, komm her. Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da, wie immer. Oh ja, da hat sie leider recht. Ja, aber wenn wir Julia füttern, haben wir dann unsere Mutter damit gefüttert. Kann ja auch so auch nicht stimmen, oder? Aber wenn sowas echt die Mutter gemacht hat, holy. Ist das. Nein. Oh nein. Ist. Ja, wir haben ja keine Wahl eigentlich. Ich werde ihn nicht essen. Ich sagte es. Es erklärt, wieso der Hund weg ist. Ich fing an, mich zu erinnern. Aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Es wühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Fast unmöglich und viel zu schmerzhaft. Die weiße Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort, ein Zuhause für deren Kinder. Don Attilio. Der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. Ja, aber das haben wir doch schon. 5-mal. Okay, der arme Hund, ey. Ich meine, der Fressnapf ist ja immer noch bei den Fahrrädern da unten. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunch. Tell me you're here.